für mich war auch immer klar, selbst wenn da eine Durststrecke ist und das nicht gut läuft, dann muss ich halt meinen Lebensstandard so weit runterschrauben, dass ich es trotzdem weitermachen kann, weil ich sehe da nichts anderes. Ich kann mir nicht vorstellen, ins Angestelltenverhältnis zurückgehen und das zu machen, was jemand anderes zu mir sagt. Weil ich habe ja mittlerweile die Instanz in mir entdeckt, die mir jeden Morgen sagt, was ich zu tun habe. Für mich ist es ganz klar, wenn ein Gefühl kommt, was sich nicht gut anfühlt, dann heißt das für mich ganz klar, okay, Stoppschild, hier nicht längs. Dann gehe ich zu diesem Gefühl und sage, danke, dass du mich auf was aufmerksam gemacht hast. Ich bin wirklich jedem negativen Gefühl dankbar, dass es sich zeigt und ich daraus erkenne, dass das jetzt gerade nicht mein Weg ist. Wenn man sein Leben lang nicht weiß, was eigentlich die Berufung ist und auf einmal entdeckt man sie, also in dem Moment, wo du wirklich deine Berufung entdeckst, sie dann nicht zu leben, das wäre verheerend. Also ich könnte das nicht.